Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Adventures to Mystery Escape, also Puzzlepack, das Puzzlepack. Alles klar. Wir sind hier gerade noch fleißig am Rumpuzzeln. Du musst rüber, du musst dahin. Du musst denn dahin. Wir müssen irgendwie hier hinkommen. Irgendwie müssen wir dahin. Dagegen. Oder dagegen. Also hier. Also hier irgendwie rein. Wie kommt man denn hier rein? Ja, eigentlich gar nicht. Oder dagegen. Das geht überhaupt gar nicht. Wir kommen nicht hier hin, wir kommen auch nicht dahin. Hä? Wir kommen aber auch nicht dagegen. Hier ist so drauf gescheuert. Gibt es hier auch einen Knopf, das Rätsel kann man nicht lösen? Ja, also entweder müssen wir dagegen. Aber da kommen wir ja nicht hin. Wir müssen vielleicht dagegen. Aber da kommen wir auch nur durch den hier hin. Aber den kann man hier nur erreichen, wenn man dagegen kommt. Oder dagegen. Aber das geht ja auch nicht. Wenn wir nicht an den Rand ran dürfen. Es sei denn, wir kommen. Aber wie kommen wir dagegen? Warte mal. Also, der geht dagegen. Der müsste ja. Das geht ja auch nicht. Es sei denn, wir kommen dagegen. Oder dagegen. Und dann müssen wir da entweder gegen oder dagegen. Warte. Dagegen. Der müsste dagegen stoßen. Der müsste dagegen stoßen. Oder hier gegen. Oder dagegen. Das heißt aber, wir könnten die. Das geht aber auch nicht. Weil dann könnten wir ja gleich lösen. Das heißt, wir könnten. Ja. Das könnten wir. Aber wir machen es nicht. Ja, aber dagegen. Also der müsste hiervon kommen. Von dem hier. Und dem hier. Der müsste vor dem von dem hier kommen. Der müsste denn. Also der müsste dann von dem hier kommen. Der könnte dagegen stoßen, aber da hätten wir das ja schon vorher gelöst. Und dahin kann er auch nicht gegenstoßen. Oder bin ich jetzt gerade zu blöd für das Rätsel? Bin wahrscheinlich zu doof für das Rätsel. Und verschieben tut sich da ja wahrscheinlich auch nichts Großartiges. Da können wir nicht gegenstoßen. Ich meine, da könnten wir gegenstoßen, aber gibt es keine Möglichkeit, wie wir da gegenstoßen können. Dagegen stoßen. Das wäre aber dann ja nur darüber. Und da haben wir schon. Das funktioniert nicht. Also zumindest nicht so, wie wir uns das vorstellen. Dagegen stoßen funktioniert auch nicht. Dagegen stoßen führt uns ja wieder zu dem hier. Was auch doof ist.
Der hier könnte das gar nicht abfangen. Der könnte es nur von der anderen Seite abfangen. Das funktioniert auch nicht. Können wir das Rätsel nicht überspringen, bitte? Es führt einfach keinen Weg lang. Zum Henker haben sie das denn geschafft? Und nach da geht das dann nicht. Weil da verschwinden sie ja wieder. Also kann ich die ja nicht nutzen. Nach da kann ich nicht. Das heißt, ich muss ja schon mal nach oben. Andere Variante haben wir ja nicht. Also könnte ich entweder hier lang, dann hätten wir hier, dann hätten wir hier, hier. Von da aus könnte ich nur da lang und wieder nach unten. Wo wir immer wieder in eine elendig lange Spirale reinrutschen werden. Oder nach unten. Dann könnte ich da lang, dann könnte ich da lang, dann könnte ich hier lang. Und von hier aus kann ich aber nirgendwo hin. Da lang, da lang, da lang. Dann sitzen wir hier. Dann sind wir wieder hier. Bei den Teilen. Was für eine Farce, ey. Nach unten hin können wir nicht, weil die führt wieder da lang. Was völliger Quatsch ist. Und andere Richtung können wir nicht. Das heißt, dagegen können wir schon mal nicht. Das heißt, ich muss ja irgendwie dagegen. Jetzt ist bloß die Frage, nach unten können wir nicht. Also müssen wir ja schon nach oben. So, da können wir nicht lang. Also das heißt, da ist die einzige Richtung, wo wir lang könnten. Dagegen. Dagegen. Also nach unten können wir auf jeden Fall nicht. Also das heißt, wir müssen ja noch oben. Entweder dagegen, 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 dagegen. Und dann stecken wir wieder hier drinnen fest. Oder dagegen. Der macht das denn dagegen? Dagegen, dagegen, da, da. Ich meine, da sind wir ja schon in der richtigen Reihe. Irgendwie zumindest. Wahrscheinlich haben andere das innerhalb von 10 Sekunden gelöst und ich hänge da irgendwie eine halbe Stunde bei. Ja, okay, der kommt ja dagegen. Der geht dagegen, der geht dagegen. Also dann sind wir hier wieder in der Ecke. Und dann kommen wir wieder in die Ecke, wo wir Kreis auf das Leben spielen. Dagegen, dagegen. Entweder dagegen, dagegen. Oder dagegen und kommen wieder nach unten. Oder dagegen. Da können wir nicht hin, da können wir nur hin, da können wir hin. Wir können. Ja. Dagegen, dagegen. Oder? Nein, das war falsch rum. Verdammt. Warte mal, dagegen, dagegen, dagegen. Ja, müssen wir dagegen. Dagegen, 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 dagegen. Ne, jetzt sind wir falsch, oder? Dagegen, dagegen, dagegen. Okay. Ne, wir sind verkehrt. Wir sind verkehrt. Jetzt haben wir nämlich hier über den Kreislauf wieder. Ne, das ist verkehrt. Bin irgendwo falsch abgebogen. Ich musste da lang, richtig? So. Da kann ich nur nach oben. Da, zu der Seite. Entweder rechts oder links. So, warte, hier.
hier. Oh, wie war das denn jetzt nochmal? Dagegen, 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 dagegen. Dagegen, dagegen, da, da, da. So. Da sind wir schon mal in der richtigen Reihe. Dann nach unten, dann nach da, dann nach da und dann nach da. Oh Gott, das war so eine schwierige Geburt. Wow, das ist eine ganz andere Denkweise. Sie entwickeln ihr eigenes Toolkit zum Rätsellösen. Ja, super. Jedes Rätsel wurde entwickelt, damit sie eine bestimmte Fähigkeit erlernen. Sie werden schwieriger, wenn sie fortgeschritten machen. Wenn man verwirrt ist, hilft es oft, wegzugehen, um den Kopf frei zu bekommen. Oder schauen Sie sich Ihre Umgebung um und lösen Sie andere Probleme. Ihr Unterbewusstsein arbeitet immer. Yippie. Wer möchte das nicht gerne hören? Ich erinnere mich an das hier. Schieben die Steine von der Treppe ins Wasser. Rachel und ich standen dem gegenüber, als wir in der Unterwelt fielen. Unterwelt? Also sind sie tot? Tot zusammengeschrieben? Also und tot? Wir haben einen Weg zurückgefunden. Es war nicht unsere Zeit. Okay. Die... Wow. Aber warte, ich glaube, wir kriegen das den hier runter. Den müssen wir hier hinschieben. Ja, das sieht schon mal gut aus. Und wir müssen den da wegschieben. So, dann können wir den schon mal in die andere Richtung schieben. Boop. Können wir zwei Steine auf einmal verschieben? Ich habe keine Ahnung. So. Erstmal den da weg. Dann können wir den da unten wegmachen. Mal gucken, ob wir zwei Steine aufeinander schieben können. Und bei dem können wir auch schon mal wegmachen. Ah, okay, das geht nicht. Ja, jetzt haben wir nämlich ein Problem. Den schieben wir jetzt mal nach da. Den schieben wir mal da rein. Aber den kriegen wir da jetzt nicht mehr weg. Das ist jetzt das Problem. Okay, also das heißt, wir müssen nochmal von neuem anfangen. Der müsste, glaube ich, darüber, damit wir da noch irgendwie einen wegkriegen. So, die beiden da rein. Ja, das sieht doch schon mal gut aus, würde ich sagen. Also da sind nur zwei. Das heißt, der müsste ja sowieso dann irgendwie runter oder zu der Seite irgendwie hin. Irgendwie so auf jeden Fall. Oder vielleicht schieben wir den auch da hin. Erstmal. Ach, da können wir ja gar nicht schieben. Weil das zwei sind. Ja, jetzt wird's schwierig. Den könnten wir nochmal von unten schieben. So. Warte mal, den schieben wir jetzt ganz sogar runter. So, dann ist er erstmal aus dem Weg. So. Die müssen wir erstmal nach da schieben. So. Jetzt machen wir den von unten. Einmal außen rum. So. Und den da rein. So. Den hier einmal in die Richtung. Ja. Die Richtung. Ja. So. Den da ist auch weg. Jetzt müssen wir nur zusehen. Das ist hier oben doof. Den können wir auf jeden Fall reindrücken. Den können wir jetzt gar nicht mehr schieben. Den können wir nur einmal zur Seite schieben, aber nicht wieder zurück. Und da in die Ecke kommen wir gar nicht hin. Das heißt, das ist völlig schön Popo. Den könnten wir nach oben schieben. Den könnten wir denn da in die Ecke hinschieben.
Das heißt, den nach oben. Okay. Den erstmal nach oben. So, dann ist der Mischung mal weg. Den können wir hier nach oben schieben. Gut. Den müssen wir auf jeden Fall rausschieben. Den schieben wir nach unten. Den können wir erstmal noch da schieben. Ja, jetzt wird das wieder schwierig. Ich meine, den könnte ich nach dahin schieben. Aber den kriegen wir den nicht mehr runter. Den könnte ich nach dahin schieben, dann kriegen wir den da aber nicht mehr weg. Den könnte ich natürlich runterschieben. Den könnten wir runterschieben. Dann könnten wir den... Oh, Backe. Ja, gut. So funktioniert es auf jeden Fall nicht. Das heißt, die beiden müssen da irgendwie... Die beiden müssen da oben rein. Das nützt alles nichts. Das heißt, den könnten wir eigentlich da hinschieben. Den könnten wir nach oben hinschieben. Brauchen wir nicht ganz außen rumlatschen. So. Den könnten wir nach unten schieben. Ja, wir müssen da bloß reinkommen. Das ist das Problem. Wir müssen da reinkommen. Und dann müssen wir den nach oben schieben. Und das ist dann auch doof. Den müssen wir nach oben schieben. Andere Möglichkeit haben wir ja gar nicht. Okay, nehmen wir mal an, wir schieben den jetzt dahin. Den jetzt nach unten. So, den jetzt wieder nach oben. Den da rein. So, den da rein. Wir machen uns da gleich einen Kopf drum, weil wir die hier alle weg haben. Den da unten rein. So. Wir müssen da jetzt nach oben kommen. Das heißt, ich muss den ja da hinschieben. Oh, warte, ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden. Den da durch. Den zur Seite, den dahin. Den müssen wir nach unten machen. Den können wir hier reinschieben. Den nach da, warte, dann müssen wir mal kurz den hier. Na, nach oben, den nach da. So. Ach, den hätte ich vielleicht vorher noch runterschieben müssen. Naja, im Endeffekt ist es auch egal, ob wir das so rum machen oder so rum. Hauptsache, wir kriegen das hier. So, den da hin. Den nach da. So, jetzt müssen wir wieder ganz außen rum. Weil es so schön ist. Boop. Da, da. Den haben wir ganz da unten. Den jetzt. Nein, das war knapp. Hätte ich wieder alles von vorne machen müssen. Das war schwieriger, als es aussah. Geben Sie nicht auf, es gibt immer eine Lösung, garantiert. Das hat Spaß gemacht, das Buch ist gelöst. Also, worum geht es jetzt? Warum bin ich hier? Erstes Buch ist gelöst. Heute Abend, okay, wird etwas in Ihrem Leben treten, das sehr viel an Problemlösung erfordert. Ja, Mrs. Sparks hat uns gewarnt, dass es einen Test geben wird. Ha, das ist die richtige Einstellung. Nein, Conroy. Conroy. Sie weiß es wirklich nicht. Wir sind hier, um ihm Werkzeuge zum Überleben zu geben, Sam. Überleben? Machen Sie ihr keine Angst. Das müssen einen anderen Weg geben, es das zu erklären. Gebt ihr rum. Sie ist nicht alt genug. Das Mindestalter, um Alkohol zu trinken zu dürfen, ist 21. Mindestalter? Was ist denn das? Für eine furchtbare Welt. Trinken Sie etwas Wasser, Sam. Wir haben noch 5 Bücher, die Ihnen alles beibringen, was Sie wissen müssen. Oder Grant Stone wird ein schnelleres und brutaleres Ende finden. Schluck. Na toll. Warum?
Alles klar, ihr Lieben. Das war diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten. Tschüss.